Sommer 1994 im bayerischen Garching. Ein Triebwagen Richtung Mühldorf ist auf dem Weg. Mitte der 90er Jahre gibt es in Deutschland noch etliche Strecken, die von roten Schienenbussen bedient werden. 1950 kommen die ersten 12 von ihnen als VT95.9 auf die Gleise. Gebaut und entwickelt von der Waggonfabrik Uerdingen. Mit ihnen sollte seinerzeit der Dampfbetrieb auf Nebenbahnen abgelöst werden. Basierend auf den ersten 12 entstanden mit den Nachfolgebaureihen und Lizenznachbauten bis 1971 fast 4000 Trieb-, Steuer- und Beiwagen. Der Zug nach Traunstein ist auf dem Weg. Es ist ein Dreiergespann, gebildet aus je einem Trieb-, Bei- und Steuerwagen. Bis heute gibt es zwischen Garching und Traunstein noch Formsignale und Telegrafenleitungen. Kurz vor Trostberg wird die Alz überquert. Einfahrt in Traunstein, ein kleiner Bahnknoten im südlichen Bayern an der Strecke Salzburg-München. Bis weit in die 90er Jahre sind die im Volksmund Rote Brummer genannten Triebwagen auf bayerischen Strecken noch unterwegs. Der Zug rangiert um. Am Ende ihrer langen Dienstzeit nagt der Zahn der Zeit an allen Ecken und Kanten. Doch die alten Triebwagen sind fast unverwüstlich. Nur ein Triebwagen macht sich jetzt auf den Weg zurück nach Garching. Ganz in der Nähe gibt es eine weitere Schienenbusstrecke. Von Prien am Chiemsee nach Aschau sind bis 1996 noch welche unterwegs. Als Chiemgaubahn rollen sie auf der knapp 10 Kilometer langen Strecke. Bei einer Modernisierung erhielten die Triebwagen die damals neuen Regionalbahnfarben Weiß-Mint-Grün. Wann fahren Sie jetzt hier weg? Heute fahren wir. Jetzt. Ja, normal, schon wir so. Auskunft und Fahrkartenverkauf direkt beim Lokführer. Nach Prien. Wann geht's zurück? Wann wollen Sie ungefähr fahren? In 2 Stunden oder so. Ja, 18:10 oder 19:05. 18:10 oder 19:05. Mhm. Ja, dann werden die auch ein paar Zeiten drauf sein, ja. Die landschaftlich reizvolle Strecke bietet rechts und links des Gleises einen Blick auf bayerische Schönheiten. Zu den typischen Bildern des Schienenbusses gehören die nicht abgeteilten Führerstände. Thank you.
Die Sitzanordnung im Fahrgastraum führte zum Namen Schienenbus. Je nach Typ oder Baureihe gibt es rund 50 Sitzplätze. Gemütlich schaukelt das Gespann durch die Landschaft. Die letzten Schienenbusse der DB fuhren im Jahr 2000, eingesetzt vom BB Tübingen. Viele werden verschrottet oder gehen an Privatbahnen. Dort fahren sie weiter, zum Teil bis heute. Die Steuerung ist recht einfach. Über 6 Fahrstufen wird die Motorleistung geregelt. In der Baureihe 798 stehen 2x 110 kW zur Verfügung. Prien am Chiemsee ist erreicht. Die Chiemgaubahn hat ihr eigenes Gleis, das am Hausbahnsteig endet. Heute fahren hier moderne Triebwagen. Die Strecke nach Aschau hat aber deshalb nichts von ihrem Reiz verloren.